Das Einzige, was der Prozess bewirken kann, ist die Wiederherstellung der Menschlichkeit. Für die Opfer, denen sie genommen wurde. So etwas Grausames hat es in Frankreich noch nie gegeben. Niemals. Ich musste eine Botschaft aussenden, dass die Gesellschaft die Opfer und ihre Familien nicht vergessen hat und niemals vergessen wird. Manche sagen, wie kann man so einen Fall verteidigen? Doch mich betreffen diese Straftaten nicht direkt. Sonst könnte ich meinen Beruf nicht ausüben. Man sollte sich nie von seinen Gefühlen leiten lassen. Ein Anwalt ist dazu da, zu überzeugen. Sonst ist es sinnlos. Für mich ging es darum, die Höchststrafe für Fourniret und Monique Olivier zu erreichen. Bei Fourniret stand es von vornherein fest, für das, was er getan hatte, würde er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt werden. Bei Monique Olivier war es nicht so klar. Ohne Michel Fourniret wäre Monique Olivier niemals kriminell geworden. Er hingegen war immer ein Krimineller gewesen. Er ist derjenige, der sie zu dem gemacht hat, nicht umgekehrt. Sie konnten nicht die gleiche Strafe bekommen. Wenn er lebenslänglich bekam, sollte sie nicht lebenslänglich bekommen. Das war unmöglich. Es würde nicht einfach sein.